Da ist doch gar keine Kohle drin. Wie geht denn das? Wie geht das? Wieso macht er jetzt Glas, ohne dass ich Kohle drin habe? Das checke ich ja jetzt gar nicht. Wie geht denn das? Interessant. Also ihr seht schon, ich muss wirklich noch extrem viel lernen. Aber naja, wir haben auf jeden Fall etwas Gras. Oh, die Maus, die geht mir auf den Kranz. Jetzt ticke ich hier bald aus. Und dann darf ich Kelturion eine neue Maus kaufen. Sehr schön. Das würde mir gerade noch fehlen. Das würde mir echt gerade noch fehlen. Ah, die Fenster passen schön. Sieht schon ganz ordentlich aus hier drin. Ja. Aber nochmal 3 Glas. Das können wir ja dann schon mal auch wieder in unsere Kiste reinpacken. Beziehungsweise, wir tun jetzt mal die Schneebälle hier rein. Wartet mal ganz kurz. Okay. Also hier bin ich wieder. Ja. Ich soll Schneeblöcke bauen. Erstens sei es anscheinend besser, um das Ganze hier... Ach, was macht denn ich schon wieder für eine Grütze? So eine Ziegenkacke hier. Jedes Mal das Gleiche mit mir. Die lassen sich besser hier in die Kisten verpacken. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da, da, da. So. Ach Mann, Maus. Sei halt nicht so gehässig zu mir. Das ist echt eine Macke. Oh, ja, ja, ja. Darf ich wieder alles rundherum machen hier? Ich habe ja sonst nichts zu tun, als jedes scheiß einzelne Schneeball hier in jede Richtung zu klicken. Ach ja, ich könnte eigentlich auch das zweite Schneeball-Ding mit drauf machen, aber naja, jetzt bin ich ja, habe ich hier schon mal schön im Kreis geklickt. Machen wir das auch mal so. Zack, 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 zack. Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Oh Gott, mach halt jetzt. Dot, 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 dot. So. Und ich hoffe, wir können uns dann bald einen Schneemann bauen. Ja, ich will einen Schneemann. Und ich brauche so einen Kaki-Kürbis. Ich will einen Kaki-Kürbis haben. Ja, wir hatten ja schon einen Kürbis, über den wir uns lustig gemacht haben, nachdem wir den Enderman getroffen haben. Die Samen könnte man eigentlich... Wow. Hey, du Arsch. Zieh ab. Ich bin nicht da. Okay. Was hatte der jetzt für Probleme? Hat der einen Arsch offen oder was? So ein Depp. Ich will nur meine Samen in die Kiste packen, damit ich mir irgendwann ein Grasbaby machen kann. Nein, da kommt wieder so ein Nerd hier. Du Arsch. Hau ab. Aber ich habe nicht angeguckt. Also hat er keinen Grund dazu, Gusche zu machen. Das wird mir gerade noch fehlen. Jetzt habe ich hier irgendwie ein bisschen die Hosen voll wegen dem Enderman. Ja, hier ist irgendwo eine Höhle. Aber wo? Sag mir halt wo, Mann. Naja, dann sammeln wir halt noch ein bisschen Samen. Hallo. Kann man ja nie genug haben. Machen wir einfach mal. Vielleicht finden wir ja zwischendurch einfach so die Höhle. Kann ja nicht schaden.
Ah, hier könnten wir eigentlich Stein noch abbauen. Samen tun wir mal da hoch. Immer alles mitnehmen, was geht. Ja, nachher bauen wir hier ab. Und... Ah, hier haben wir schon einen Haufen Steine. Da können wir uns dann auch mal ein Steinhaus bauen. Ich mache jetzt die Erde mal so. Zack, zack. Ja, vielleicht finden wir ja auf diese Art und Weise eine Höhle. Vielleicht kommt dann auch schon der erste Creeper an, der uns den Arsch wegsprengt. Man kann ja nie wissen. Bauen auf jeden Fall hier erstmal ein bisschen ab. Ach ja. Ach nee, jetzt ist Minecraft abgestürzt. Schöne Scheiße. Ja, dann sehen wir uns in ein paar Sekunden wieder. Bis gleich. Tschüss. Ja, hallo. Hier bin ich wieder, nachdem mir Minecraft einfach abgeschmiert ist und ich mich hier nach unten buddeln wollte. Ja. Hm. Was will man machen? Kann man nichts machen, aber ich klopp hier mal noch ein bisschen Zeug weg, damit ich das ganze... damit ich das ganze Holzzeug hier wegbekomme, damit wir uns schönes Steinwerkzeug machen können. Und habe ich hier nicht noch... Ja, das machen wir jetzt weg. Damit wir uns schönes Steinwerkzeug machen können und wir... Ah, ich hatte auch die ganze Zeit die Axt, ich Idiot. Damit wir dann mal eine Höhlentour machen können, damit wir das endlich mal das ganze Zeug kriegen, was wir ja eigentlich brauchen. Ja, zum Beispiel Eisen. Letztes Mal hatte ich Eisen und dann kam so ein Knochengerüst und hat mich verhauen. Vor allem, es war ja nicht nur eins, es waren ja gleich mehrere. Solche Arschis. Aber was will man machen? Man kann nicht alles haben. That's life, würde ich sagen. Ja, kann man nichts machen. Wird es dunkel? Nö, sieht noch nicht so aus. Ich bin auch auf jeden Fall noch gar nicht so weit weg hier. Ah, nee, das machen wir so nicht. Vielleicht tut sich ja hier irgendwie was auf. Beziehungsweise wenn nicht, können wir da unten ja mal einen kleinen Lagerraum hinbauen. Bestimmt auch ganz cool. So, dann, wenn wir hier ein paar Steinchen haben, würde ich sagen, wir gehen noch ein bisschen Holz abkloppen, damit wir dann auch Holzkohle machen können, damit wir uns in die erste Höhle mal reintrauen können. Weil ganz ohne Fackeln möchten wir ja auch nicht dastehen. Ja, sonst kommt wieder das ganze Viehzeug hier angedebert. Aber was willst du machen? Was willst du machen? Gib mir meine Steinchen. Gib mir meine Steinchen, gib mir meine Steinchen. Wird es jetzt dunkel? Nein, es wird noch nicht dunkel. Ach ja. Ich weiß zwar gerade gar nicht, was ich hier irgendwie mache, aber wir versuchen einfach mal uns nach unten zu buddeln. In der Hoffnung, dass wir irgendwie was finden. Und wenn nicht, bauen wir uns da unten irgendwie ein schöneres Häuschen hin aus Stein vielleicht. Ja, wäre doch auch nicht so verkehrt, oder? Ist doch alles nicht so verkehrt. Ich habe Schiss, dass es dunkel wird. Weil das könnte ich jetzt echt gar nicht gebrauchen, dass es hier noch dunkel wird. Nachher kommt hier irgend so ein Vieh rein. Und mich juckt's. Verdammt. Naja. Aber Steine dürften wir dann eigentlich erstmal genug haben. Dann, dann, drin, din, 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 din. Wird's jetzt dunkel? Hm. Es wird immer noch nicht dunkel. Ah, habt ihr gehört? Das klang nach Höhle. Beziehungsweise wahrscheinlich, weil ich jetzt hier ein bisschen rumgegraben habe. Ja. So eine Scheiße hier. Also das regt mich jetzt hier auf. Das mache ich jetzt weg. Oh, hallo. Das wollte ich jetzt aber eigentlich nicht. Naja. Dann wackeln wir mal
zum Haus, überlegen uns, ob wir schlafen gehen oder auch nicht. Ach, hier ist auf jeden Fall noch Glas dran. Ja, und ich glaube, wir müssten wieder Kohle machen. Meine Hand juckt jetzt. Das gibt's doch nicht. Was wollte ich jetzt? Irgendwas wollte ich jetzt machen und mir fällt's nicht ein. Wird's dunkel? Kann ich schon schlafen? Nee, oder? Nee, du kannst nur nachts schlafen. Aber das wird doch dunkel. Das wird schon gleich dunkel. So, Glas tun wir mal auch hier rein. Sand. So, die Erde tun wir mal die 5 weg. Steine können wir mal einmal hier rein tun. Holz lassen wir mal da. Das machen wir mal so. Tüte. Wir sollten, ja, die Holzaxt können wir mal noch nehmen. So, und jetzt schlafen wir mal und dann gehen wir noch mal richtig schön, ein schöner Ausblick gerade. Dann gehen wir noch mal ein bisschen Holz abbauen, dass wir schön Holzkohle machen können. Ah, die Bäume sind gewachsen. Sehr schön. Dann bauen wir die doch mal gleich mal wieder ab. Dann bauen wir die gleich mal wieder ab. Erde haben wir dabei. Wir könnten uns auch hochbauen. Und dann pflanzen wir immer schöne neue Bäumchen hier. Und die Maus hängt schon wieder. Das gibt's nicht. Das gibt es doch einfach nicht. Ja. Aber wisst ihr, was mich schon richtig freut? Ich habe ein Haus. Ich habe ein niedliches kleines Haus. 2 Hasen und ein Hund. Das ist alles auch nicht so gesund. Zumindest für die Nerven. Für die Nerven ist es manchmal gar nicht lustig, wenn die Luna dann einfach, gerade wenn es gar nicht gebrauchen kannst, einfach gnadenlos anfängt zu bellen. Boah, da könnte ich manchmal austicken. Aber es ist nun mal ein Tier. Es ist ein Tier. Und das ist gut so. So. So, so. Hallo. Was haben wir hier? Habe ich hier irgendwas vergessen? Nee, oder? Nö. Haben wir nichts vergessen. Da pflanzen wir dann gleich wieder neue Bäumchen. Zack. Zack. Und ihr seht schon, wir kommen ganz gut voran. Und bei mir läuft es heute auch ein bisschen besser als sonst. Freut mich, freut mich, freut mich. Ja. Und wie gesagt, ich habe mit Kelturio eine Adventure Map gemacht. Falls viele das jetzt noch nicht wissen, schaut auf seinem Kanal. Ich bin auf jeden Fall mit dabei. Ist echt saulustig geworden. Schaut es euch an. Ich habe wie immer nur teilweise Bockmist gemacht. Aber auch Bockmist ist, hat da gerade irgendwas gebellt. Nö. Ja. Egal. Ich habe wie immer nur Bockmist gemacht. Schaut mal vorbei. Ist echt lustig. Vor allem Kelturios Kanal ist allgemein lustig. Beziehungsweise wer auf Minecraft steht, sollte bei Keltocraft vorbeischauen. Und was ich hier jetzt mal ganz dringend ansprechen muss. Ich habe jetzt schon ein paar Leute gehabt, die es für nötig halten, in meine Videos einen Kommentar zu posten von wegen... schaut auf meinem Kanal vorbei und abonniert mich. Ja, also, ich habe mal bei jemandem vorbeigeschaut. Und ganz ehrlich, ich habe mich fast nicht mehr eingekriegt vor Lachen. Also Leute, ich habe kein Problem damit, wenn ihr mir in die Kommentare reinschreibt. Ja, hey, schaut doch mal bei meinem Kanal vorbei, hin und her. Lasst sowas bleiben. Wendet euch direkt an mich. Schreibt mir eine PN. Ich schaue mir euren Kanal an. Und wenn ich ihn selber ganz gut finde, dann gehe ich nämlich hin
Und abonniere euch eventuell sogar. Und es gibt von mir ein Däumchen. Ich meine, ich bin jetzt noch nicht so bekannt, dass man bei mir da Mods die Werbung machen muss. Aber sowas verstehe ich einfach nicht. Wenn die Leute euch sehen wollen, dann werden sie euch schon selber abonnieren. Aber lasst es bleiben, bei mir in die Kommentare irgendwelchen Mist zu schreiben. Oder dann habe ich heute Nachmittag ein Schreiben gekriegt, also eine PN von jemand. Hey, abonniere mich, dann abonniere ich dich. Also...